Leute, cool, dass ihr dabei seid. Ich habe eine Frage von einem Zuschauer und zwar schreibt Hubert: Hey Na, ich war heute beim Arbeitsamt. Ich wurde vor circa einem Jahr mal beim Amtsarzt krankgeschrieben für ein halbes Jahr. Nun musste ich vor 2 Monaten einen Gesundheitsfragebogen zu meinem allgemeinen Zustand ausfüllen. Ich hatte dieses auch getan und hatte dummerweise die Unterschrift vergessen. Heute muss ich den erneut ausfüllen und dann entscheidet der Amtsarzt, ob ich wieder arbeitsfähig bin. Da ich schon länger nicht beim Arzt gewesen bin, denke ich, dass er mich gesund schreiben wird. Ich habe meine Sachbearbeiterin auf SGB I angesprochen und ob es noch Vollsanktionen gibt. Sie meinte, es gibt keine Vollsanktionen mehr und SGB I war ihr nicht bekannt. Sie meinte, die Agentur für Arbeit habe mit SGB I und das Jobcenter mit SGB II zu tun. Vielleicht wollte sie mir auch nicht die Wahrheit sagen oder sie wusste es selber nicht besser. Ich hatte ihr noch gesagt, unter SGB I gibt es noch Vollsanktionen, aber sie wusste anscheinend nichts davon. Meinst du, sie hat mir die Wahrheit gesagt oder sie hat mir vielleicht etwas verschwiegen? Liebe Grüße. Erst einmal zu der Frage, ob deine Fachkraft die Wahrheit sagt. Ich halte es einerseits für gut möglich, dass sie die Wahrheit sagt, wenn sie sagt, dass sie es nicht weiß. Denn die Jobcenter-Fachkräfte haben generell wenig Ahnung. Immerhin ist jeder zweite Jobcenter-Bescheid falsch. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Ich halte es aber für noch wahrscheinlicher, dass sie lügt, denn Jobcenter können die Leistungen gemäß SGB I komplett einstellen. Das heißt dann zwar nicht mehr Vollsanktion, sondern Leistungseinstellung, hat praktisch aber erst einmal denselben Effekt. Übrigens wurden im Bürgergeld auch die normalen Sanktionen umbenannt und heißen Leistungsminderungen. Das heißt, streng genommen gibt es überhaupt keine Sanktionen mehr. Das hört sich vielleicht ein bisschen schöner an, ist aber noch derselbe Bullshit. Leistungsminderungen nach SGB II können maximal 30% des Regelsatzes betragen. Kosten für Unterkunft und Heizung dürfen dabei nicht angefasst werden. Dann gibt es aber, wie auch Hubert schon angekündigt hat, komplette Leistungseinstellungen und zwar gemäß § 331 SGB III vorläufige Zahlungseinstellungen und gemäß § 66 SGB I Folgen fehlender Mitwirkung. Bei § 333 geht es darum, wenn das Jobcenter Kenntnis von Tatsachen erhält, die zum Ruhen oder zum Wegfall des Anspruchs führen. Bei § 66 geht es um die Folgen fehlender Mitwirkung. Ich glaube, für die Frage von Hubert ist dieser § 66 SGB I der relevante. Korrigiert mich aber bitte, wenn ihr das anders seht. Und zwar steht dort: Absatz 1. Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den Paragraphen 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dieser Paragraph bezieht sich also auf die Mitwirkungspflichten nach den Paragraphen 60 bis 62 und 65. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, Paragraph 60 Angabe von Tatsachen. Dort steht: Absatz 1. Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat erstens alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. Vor diesem Hintergrund darum erst einmal die Frage: Angenommen, Hubert füllt diesen Gesundheitsbogen nicht aus, könnte das Jobcenter ihm dann die Leistungen streichen? Und dann noch die Bonusfrage: Wie kann Hubert am besten auf den Gesundheitsbogen reagieren, um sich auch in Zukunft vor allem auf seine Genesung konzentrieren zu können, also um wieder als erwerbsunfähig beurteilt zu werden? Kennt sich jemand aus und kann Hubert weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge, vielen Dank fürs Zuschauen, passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss!